Mittwoch fahre ich mit Bienchen, meinem automatischen Damenfahrrad, die rund 10 Kilometer lange Fahrt querfeldein nach Elisenau, einem Ortsteil von Blumberg bei Berlin. Entlang der alten Eichen, die noch den alten Wegverlauf des letzten Jahrhunderts markieren, steige ich kurz vor der steilen Fahrt über die Bundesautobahn 10, dem Berliner Ring, ab und schiebe das Fahrrad den viel zu steilen Berg hinauf und bleibe am Gipfel der Autobahnüberquerung kurz stehen, um zu verschnaufen. Ich beobachte den hektischen Verkehr und stelle mir vor, es würden nur Pferdekutschen auf den breiten Straßen fahren. Das wäre ja mal ein Vergnügen, bleibt aber bedauerlicherweise nur eine Fantasie meines Hirns. Einen kurzen Schluck aus der Wasserflasche und schon sitze ich wieder auf dem Sattel. Vorbei an der Kirche in Birkholz mache ich einen Schlenker in Richtung Funkrichtturm Birkholzauer. Kopfsteinpflaster begleitet mich bis weit hinaus aus dem Dorf. Rapsfelder und Heuballen säumen den Weg. Ein Reh huscht übers Feld. Man kann nur noch das zarte Köpfchen entdecken. Ein Bussard kreist über mir und Eichelhäher schreien aufgeregt hin und her. Das letzte Stück begleiten mich uralte Eichenbäume aus der napoleonischen Zeit und vermitteln mir einen Hauch von Geborgenheit. Ich will gerade das Tor aufmachen, da kommt Oma gerade um die Ecke. Ihr Lächeln begrüßt mich, ohne ein Wort gesagt zu haben. Ich hatte kaum das Tor wieder verschlossen, stand auch schon der schwarze Teufel hinter mir. Ein Mix aus Labrador und Stafford oder Schäferhund? Man weiß nichts Genaueres. Ein Prachtbursche, Kurzhaar, muskulös, steht er vor mir und gibt mir sein Begrüßungskonzert. Ich muss ihn regelrecht bremsen. Es wird ausgepackt und Einkaufszettel und Kassenbons verglichen. Oma ist da sehr genau. Die einzelnen Summen werden auf dem Bon mit Stift und Kopf zusammengerechnet. Da ist sie eisern und offensichtlich macht es ihr auch Spaß. Die Rechnung stimmt. Ein kurzes Aufatmen und dann wird schon der Einkauf säuberlich verstaut. Ich knipse die Kaffeemaschine an und während der Kaffee durchläuft, nehme ich mir Rico, den kleinen Teufel, zur Brust. Kuschelattacke, streicheln und reden. Er versteht jedes Wort, zumindest bilde ich es mir ein. Zum Schluss gibt's noch Schmackos Kaustreifen, sein Lieblingssnack für zwischendurch. Es wird gefrühstückt. Brötchen habe ich ja mitgebracht. Wie immer kommt der Hund zuerst. Und so verabschiede ich mich frühzeitig vom Frühstückstisch, um rechtzeitig vom Gassigehen zurück zu sein, denn es gibt viel zu tun. Ich nutze den Gassiweg auch zur inneren Befriedung. Ich beobachte die Natur in all ihren Facetten und kleinen und großen Einzigartigkeiten. Da muss man schon einen genauen Blick dafür haben. Gelernt habe ich es, als ich noch in die Gärtnerlehre ging. Damals habe ich mich regelmäßig im Forstbotanischen Garten in Eberswalde rumgetrieben, die Pflanzen studiert und das Zusammenspiel von Wind, Sonne und Wasser genossen. So eine Fähigkeit ist wie Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht, wenn man es einmal kann. Hat man einen Moment eingefangen, so weiß ich es festzuhalten und sei es auch nur für einen Augenschlag. Manchmal kommen mir seltsame Käfer und Schmetterlinge entgegengeflogen. Oder eine besondere Pflanzengattung begrüßt mich. So erst letztens der große Bärenklau. Man sollte der Pflanze mit Respekt und einem gebührenden Abstand begegnen. Denn die so überdimensionierte Doldenblüte mit ihren manchmal armdicken Stielen und ihren fünfblättrigen Rhabarberblättern weiß sich zu wehren. An ihren Vegetationsteilen, gerade am Stiel und den Blättern, verbergen sich große Haare mit Widerhaken. Kommt man ihr zu nah, so können durchaus Hautreizungen und üble Anti-Immunreaktionen auftreten. Die wahre Schönheit ist eben die Betrachtung aus der Ferne. Es bleibt in Erinnerung.
Ach ja, die Pflanzen. Oma hatte früher auch viel mit Pflanzen zu tun. Und bis heute setzt sie ihre Arbeitskraft im Garten ein. Mit 100 Jahren schwingt sie immer noch die Hacke und die Kratze, auch wenn sie nicht mehr am Boden rumkrauchen kann, wie früher. Sie nimmt sich dann ihr Dienstfahrzeug, einem Standardrollator, und kurft damit durch den Garten auf der Suche nach Arbeit oder manchmal auch kleinen Dummheiten. Aber im Grunde lassen wir sie ziehen. Sie hat ja doch ihren Dickschädel. Das muss wohl auch an Helmut, ihrem Bruder, gelegen haben, der sie oft charmant auf die Schippe genommen und ihr so manchen Streich gespielt hat. Ein Schlitzohr mit Esprit. In Potsdam-Bornim, dort, wo sie geboren wurde, als eines von vier Kindern, wobei Siegfried und Kurt, zwei Brüder im Säuglingsalter, bereits verstarben und Helmut, ihr liebevolles Schlitzohr, gemeinsam ihre Kindheit und Jugend in der Koloniestraße, die heute Michurinstraße heißt, verbrachten. Manchmal erhasche ich Momente, wo sie ihre Geschichten von damals erzählt. Ich finde das immer wieder ungeheuer aufregend, wenn alte Hasen ihre Geschichten erzählen. In diesem Fall eine Häsin. Eine ganz besondere Geschichte ist die Zeit als Konturistin bei Karl Förster, dem deutschen Staudengärtner schlechthin. Aber lassen wir sie einfach erzählen und lauschen wir ihrer Erinnerungen aus vergangenen Tagen. Na, du bist ja ein Försterkind, ne, Oma? Ja. Wann hast du eigentlich gelernt? Ab Januar 37. Ab 8 Jahre war man am Unterricht beteiligt. Acht Okay. Jahre Arbeitszeit da. Ja. Aber das war leider 1945, waren die 8 Jahre rum und da war es Ja. zu Ende. Ja, stimmt. Und was war denn nach 45? Hast du da aufgehört denn, ja? Oder? Ich war mal kurz da, aber das, was soll denn da gewesen sein? Sie hatten da sich Pflanzen bestellt. Okay. Und wie nannte sich denn nun der Beruf? Kontoristin. Kontoristin. Ja, wir hatten zwar damals ja schon Telefon, nicht? Eine große Kartei, wo die Karteikarten gestanden haben. Wo die. Kunden, die eine Nummer kriegten. Und die war eingeteilt, normale Kunden, Gärten, Quatsch, wie nennt man das denn, wenn das hier die Gärtnereien und Auslandskunden und solche, die nur Bücher bestellt haben von ihm Ja. oder die nur eine Kartei, nur einen Katalog wollten. Ja. Und da habe ich viele bekannte Menschen kennengelernt. Max Schmeling ist da ein- und ausgegangen mit seiner Frau. Paul Hörbiger habe ich sogar eine Unterschrift von ihm Echt, ja? gehabt. Paul Hörbiger, ja. Das ist der Vater von der Hörbiger, ne? Der. Nein, Onkel. Ach, Onkel war das. Ah, Ja. okay. Der Vater von Hörbiger war der Attila Hörbiger. Ah, okay. Und Grete Weiser, die Summe Schnatter. Echt? Die war da hoch? Ja, aber so müde. Ja? Ich sehe immer noch, wie sie den Weg da gekommen ist. Da war dann Sabine Peters durchschießt und ein Sänger, zu dritt waren sie da. Und die blieb so lahm durch. Und dabei war das so ein Bündel, so. Das ist der Schnauze hat so, naja. Und wen habe ich da noch kennen? Ach, und dann Matthias Wiemann. Wer ist denn das gewesen? Ein Schauspieler. Aha. Der ist ja bei Förster auch ein- und ausgegangen. Der war auch aus Nord, aus Holstein da oben, wo der Progress von Karl Förster her war. Ah ja. Und ich mag die Sprache, sie sprechen das Deutsch, die Norddeutschen. Wenn sie nicht Dialekt sprechen möchte. Wenn sie, Klare Sprache, meinst du? ja. Und der hat dann alle
eingeladen, mal im Dezember hat er in einem kleinen Theater Märchen gelesen, in der Weihnachtszeit rum. Mhm. Und da sind sie alle hingefahren und haben ihm zugehört, wie er da die Märchen gelesen hatte. Gibt es sowas eigentlich heute noch? Nicht wirklich. Schön. Ja, und ein, ja, der war noch da, da hatten wir noch die Werbezeuge, die war da, wollte er den total. Was? Wie hieß der Schauspieler? Der war auch, der musste mit uns da sitzen und zuhören. Mhm. Okay. Ja, Karin Hart, sie hat im Fahrland sich dann Garten anlegen lassen. Aha. Und Gisela war ja, Quatsch. Ja. Meine Schwägerin Lisa. Deine Schwägerin ist Lisa, ja. Ja, Lisa. Hm. Die war ja auch mal Förster. Die war in der Gartengestaltung. Da. Ich war in der Gärtnerei und die war bei den Gartengestaltern. Aha. Waren zwei Betriebe praktisch, wa? Aber auch als Kontoristin, ja? Ja, ja. Okay. Mhm. Stimmt, das war ja oft dann so, dass das nochmal getrennt wurde, die Gestaltung, also der Bau sozusagen und die Blumenabteilung. Dann gepflanzt haben, genau, richtig. Ja. Das ist ja bis heute so geblieben. Und der, das hier mit den Gestalten, wann war die Olympiade? War 36 ja. Ja. Und man musste Gartenbauausstellung war das. Da mussten sie, mussten sie alle einreichen, so, die sich da beteiligen wollten. Nach Stuttgart. Da wurde eine große Anlage gemacht. Auch 36? Nein, das muss ein bisschen später, glaube ich. Nach der Olympiade. Kann sein, ja. Jedenfalls, Hermann Matern hat da den Zuschlag gekriegt, sagt man so, wa? Ja. Ja, weil der wohnte schräg gegenüber vom Försterfleisch. Mhm. Der war Gartengestalter, der hat dann, und dann sind Waggons nach Stuttgart mit Stauden, die dann da gepflanzt wurden in die Anlage. Ja. Wahnsinn. Der vom Bahnhof Wildpark sind immer irgendwie unsere Sachen angekommen und weggegangen. Bahnhof Wildpark kennst du auch noch. Ja, das ist heute auch noch ein Bahnhof. Ja. Mhm. Und der dann immer uns angekündigt hat, ach, wir mir das immer mal gerne schöne Stimme. Mann, das. Und unser Bürovorsteher hatten wir damals ja mal. Ja. Wir waren da 4 oder 5, die an der Maschine gewesen haben. Mhm. Und da hat man natürlich einen Bürovorsteher. Und der hat gedacht, na warte mal, euch fällt das mal. Da hat er den mal dahingestellt. Das ist gut, ja. Dann haben wir nicht mehr geschwärmt. Ja, das ist gut. Er hatte rote Haare. Ja, als Mädchen hat man eine andere Vorstellung. Ja. Ihr habt nur die Stimme gekannt, ne? Ja. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Eine verrückte Zeit. Und da habe ich so viel kennengelernt. Jedes Jahr im Sommer kam der Graf Fink von Finkenstein ein paar Wochen, um sich da wieder schlau zu machen für seinen eigenen. Eine Gärtnerin war da, die hieß von Dewitz. Oh. Das war eine ganz bescheidene, schüchterne. Dann war eine Volontärin aus Wien. Die hatten eine große Firma in Wien, die Eltern. Und das war ein Schwarm von mir. Die war groß und schlank und bildschön und eine Figur hatte die. Ja. Ja, so weit gibt es wirklich. Ja, die Mann, das ist viel toll. Ja, die ersten, die kamen, waren ja eigentlich Italiener, die dahin kamen, Familien. Ja, die, ja, dann hier eingezogen waren, 39 alle die Männer. Mhm. Dann haben sie, mit Mussolini war ja Adolf in
der befreundet, nicht? Ja, die waren beide, anfangs waren sie befreundet, ja. Ja. Ja, der hat ihn doch da auch befreien lassen, da. Oh, also die nie. Haben sie doch da irgendwie verhaftet oder so und hatten doch die S oder die SS da rausgeholt. Das stimmt, ja. Aber Mussolini war zuerst da, glaube ich. Die Bewegung in Italien war früher. Ja. Naja, der Mann, Familie mit Kindern sind da schon 10, 12 Jahre waren die Jungs, die sie damit gebracht haben, die Eltern. Der Luigi, der war ja nach Oma ganz. Wenn der Brot holen musste von Jungs, hat er ein Fahrrad gehabt, der war vorne mit dem, du hast auch da so ein Kasten, der hatte ein bisschen größer, weil er da etliche Brote dann immer holen musste. Und dann hat er mal angehalten bei Oma und hat mit ihr geschnattert. Und im November oder so sind sie dann wieder nach Italien und im Februar sind sie wieder. Und die haben bei euch übernachtet sozusagen? Die haben da Wohnung gekriegt, ja. Wurde vorher alles. Immer. Und wie hat die man das? Ihre eigene Küche auch. Wie hat man das eigentlich gemacht? Hat man die Kontakte per Brief sozusagen, ja? Oder wie sind es dazu? Oder wohnen die einquartiert? Nee. Und haben sich selber bereit erklärt zu kommen. Ja. Weil da gibt ja viele Arme. Ja. Und die waren alle vom Land so. Das hat sich dann rumgesprochen, dann sind sie jedes Jahr gekommen dann, ja? Okay. Das war laut Vertrag, war das alles. Die kriegten ja dann von ihrer Regierung jeden Monat so Deputat, nennt man das nicht. Da haben sie ihren Chianti-Wein gekriegt und ihre Nudeln und Käse und so. So eine Aufwandsentschädigung, sagt man da, glaube ich, für heute, ne? Damals hatte man so Anhörer da. Ja. Und als nächstes kamen die Polen, nicht? Das waren meistens Frauen. Ja. Die haben sich dann die Chefs als Haushälterin eben geschnappt. Und dann waren ja Franzosen, Tschechen, Engländer, alles war da. Ja, sag mal, bei euch war wohl die ganze Welt zu Hause. Ja. Wahnsinn. Der eine Franzose wollte dann die eine nach mitnehmen, also 45 nach Hause. Aber die hatten sie ja nicht erst so einfach ohne weiteres über die Grenze geladen, Frankreich. War ja ein Feind. Ja. Die hat Frankreich, die hat sie erstmal in Lager gebracht. Ja, mit ihrem Mann da. Oh. Ja. Und die Tschechen? Die haben wir schön in Anspruch genommen. Die hatten überall auch Bekannte, dann haben die in Berlin immer schön Theaterkarten und für Operetten und so. Und wir sind natürlich fein immer mit Waltraud Weißlehm, die vom Friseur, glaube ich, mit denen nach Berlin ins Theater. Johannes Hesters auf der Bühne. Echt? Habt ihr gesehen? Ja, klar. Ja, ein paar Mal. Geht an. Und dann haben die gewohnt in Bornstedt, die hatten da ein Zimmer bei mir. Ja. Und die hatte Kaninchen, dann haben sie von deren Kaninchen abgekauft. Haben sie dann gebraten und haben sie uns eingeladen zum Kaninchen. Und wir hierhin. Und dann wollten sie uns natürlich dann auch nach Hause bringen. Ja, die Tschechen haben das so. Und dann haben wir gesagt, meine Tante hat Geburtstag, wir müssen uns jetzt beeilen, wir müssen da noch zum Geburtstag. Als Ausrede. Ja. Also vom Namen her sagt mir das was, da habt ihr schon öfter mal drüber gesprochen. Da war der Friseurladen, Damen und Herren Friseur, zwei Eingänge und daneben war eine Drogerie. Und war ein ganz schön großes Haus. In Bornim, ja. Geschäfte. In Bonn. Weißt du, wo das nach Lindstedt, Schloss Lindstedt geht? Die Straße nach Potsdam, wo viele auch mal wohnt. Richtung Bornstedt. Ja. Und rechts ging es in den Wald rein, nach
Schloss Lindstedt ist das vor Sanssouci. Haben Sie im Fernsehen ja neulich auch schon mal gehört von Schloss Lindstedt. Ach, geht es dann zur Orangerie da rein? Na ja, klar. Ja, vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Hm? Die denn da wohnt und die musste immer durch den Wald da gehen. Hm. Sag mal, Stappenbeck wurde da auch immer so erwähnt. Jetzt muss ich das mal. War die Schauspielerin, die Stappenbeck in der. Ich dachte, Gastronomen war das. Nee, Schauspielerin, okay. Er war der Arzt da. Vorher hatten wir zwei Hausärzte. Hm? Und der andere hat sich als Stabsarzt gemeldet, denn der war dann. Okay, Militär. Der Krieg war. Mhm. Und nun hatte der Stappenbeck eben das ganze große Revier nach Metlitz und Töplitz und Grube und Golm. Ja, der hat ein tolles Auto. So ein King Dixie. Dixie? Aha. Den konntest du heben, vorne an. Aber er war mobil. Aber dann hat er ein anderes Auto gehabt. Dann kriegten die auch kein Benzin mehr. Ja, mussten sich selbst versorgen. Mhm. Und wenn was war, dann musste Opa immer seinen Wagen wieder in Ordnung bringen. Ja. Mhm. Und Oma hat der mal besucht. Der war immer der Erste, der gratuliert hat zum Geburtstag. Und das erste Mal, nachdem der andere weg war, kam Rico, weil Oma krank wurde, da kam er und sagt, ich weiß, dass sie mich nicht mögen. Weil der mal so viel gespritzt hat, so schnell, weil es spritzt nicht. Mhm. Da sag ich, weiß, aber ich mag sie sehr. Das ist gut. Das ist charmant gesagt, ja. Ja. Mhm. Und ja, dann hat er, konnte er nicht mehr fahren, dann hat er ein Fahrrad gehabt, damit dann bis Töpfes. Ach du meine Güte. Nach 45. Ja. Und dann haben sie das neu geklaut. Ach du Scheiße. Naja, das. Die haben ja viel geklaut damals am und Krieg. Und gegenüber vom Ärztehaus war eine Villa und das haben wir als Lazarett dann damals mal kurz eingerichtet. Und da lagen dann die deutschen verwundeten Soldaten da drin. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht darüber helfen könnte. Ein bisschen da dann Essen verteilen, zu trinken geben oder irgend sowas nicht. Verbinden und solche Sachen nicht. Okay, nur als Hilfskraft. Ja. Und da war ich dann eine Weile. Ach echt, ja? Ja. Und das haben wir dann natürlich die Neophilis, die mussten da raus sein. Ja. Haben wir dann alleine untergebracht, wo sie die haben wollten. Ja. Ja, da wohnte nachher eine kurze Zeit auch Krankenhaus, glaube ich mal, hier oben in dem Haus. Ja, die hatten ja. Stimmt, ja. Ja, und dann musstest du ja dich beschäftigen, musst ja auch was nachweisen. Und hast ja keine Karte gekriegt, das zu essen. Essenskarte, ja. Und dann hatte Gisela und Hans Stumm doch den Laden da aufgemacht. Mhm. Vom Bauern Rhabarber geholt und den Laden mit Rhabarber zugepflastert. Mhm. Und die haben natürlich dann auch, Hans ist ja so ein Fuchs gewesen, mit der Stadt dann verhandelt, dann kriegt er Genehmigung, da einen Laden auch auf die Karten, auf die Punkte Salz zu verkaufen und Kaffeeersatz. Mhm. Nachher gab es auch Butter. Mhm. Und da haben die sich ja natürlich, haben die sich ja schön. Und der Heinz war jetzt? Dein Heinz? Nee. Hans Stumm. Okay. Und die haben ja so viel Betrügereien gemacht. Die Karten haben sie ein paar Mal abgerechnet. Dann kriegten sie mal die Ware dafür wieder. Und da denkst du, was die Butter verschoben war. Und vielleicht, dann war es ihm zu heiß geworden, glaube ich. Auch. Da sind sie noch beide über die Klinik der Brücke nach West-Berlin. Gisela und. Ja. Was soll ich das machen? Ja, und da war ich dann, dann war das da ja zu. Dann war ich bei Tante Lieschen Dehne und Onkel Willi.
Die hatten doch die Landwirtschaft. Ja. Kleinbauern. Hat der mir einen Stempel ins Buch gemacht? Natürlich bin ich da auch arbeiten gegangen. Könnt ihr mal Kontrolle kommen, ne? Jede Mutti, meine Mutti gegangen ist, bei allen musste sie helfen. Mhm. Und nachher bei dem Wernicke war der richtig von morgens bis Spätnachmittag ihre ganzen Stunden da immer. Aber der hat den nicht angemeldet. Wie kriegst du denn keine Rente? Weil sie ja nicht. Genau, das muss ja registriert sein, ja. Ja. Das war so gemein. Und dann hat Gisela mal, die war dann, mittlerweile war dann ja schon HO. Mhm. Die war bei dem Direktor dann Sekretärin. Ja. Gisela. Lisa. Lisa. Genau, die war ja. Die hat dann mit ihrem Chef darüber mal gesprochen. Und da hat der gesagt, na, da müssen wir doch mal unternehmen. Die kümmert sich doch um ihre Jungs. Die bringt sie zum Kindergarten und so, wenn ich mit. Und dann kriegte sie, ja, dann haben sie ein bisschen Rente gekriegt. Opa hat ja sein, hat ja lange genug bei der Post gearbeitet. Ja, der war bei der Post richtig. Ne? Und der kriegt ja, ich weiß nicht, ab wann, kriegte der ja so ungefähr 100 Westmark. Zu seiner Rente. Ja. Ja. Weil die in West-Berlin war irgendwie die Direktion von der Post da, wo. Ah ja, dann ist klar. Und er ist da registriert. Aber Oma war leider schon gestorben, 66. Hm. Die hat ja davon nichts gehabt. Ja. Und er konnte ja nicht hinfahren, jeden Monat sich das Geld abholen. Hm. Dann haben sie mit Lisas Schwester da so eine Vereinbarung, dass die das, hat sie natürlich schriftlich gekriegt, dass sie genehmigt ist, das in Empfang zu nehmen, nicht? Mhm. Und die hat dann dafür, hat eingekauft und Päckchen geschickt. Seife, Käse, Kaffee. War denn deine Mutti eigentlich so eine bescheidene, oder was war denn das für eine Person gewesen? Eine sehr resolute. Ja, war doch fleißig. Oh. Mhm. Das waren die Pommern alle fleißig. Mhm. Na. Ach, sie kam jetzt aus Pommern, ja? Nee. Ja. Ach, die. Am Schmiedemann, der Lippke. Ach so, die väterliche Linie, die ist in Potsdam. Und die mütterliche Seite kam aus Potsdam, ja? Nee, meine mütterliche kam aus Pommern. Meine ich ja, Entschuldigung. Mhm. Okay. Sogar unsere Straße, Koloniestraße, kann ja von Geschichte. Da haben ja die Hugenotten hießen, die war von Frankreich. Ja. Die sind doch dahin gekommen, da standen. Nach Potsdam, ja, genau. Da sind ja noch Häuser gewesen, wo die drin gewohnt haben. Echt? Ja. Ja. Die eine Bruchbude hinter Zechsgleich, also das zweite Haus. Das war so ein altes. Und dann vor der Bäckerei. Brion, der Name war doch Französisch. Ja, ja. Brion. Da hast du ja noch, haben wir noch ein Bild von Brion, wo der mit dem Eselwagen davor steht. Ja. Stimmt, ja, kann ich mich auch noch erinnern. Mhm. Und weiter runter, da sind auch noch so Häuser gewesen. Ja, ja. Verrückt. Und das Schloss da in Birmingham? Nein, das war ja auch. Aber Geschichte. Nein, das war ja da unten diese Terrassenebene. Mhm. Genau. Das war aber nur eine Planung, glaube ich. Oder doch, das stand doch mal. Nein, das stand. Das stand, genau. Da haben sie, wo es abgerissen haben, ja noch einiges in den Kinderheim, da wird Tester noch verarbeitet. Sag mal, und wie hieß denn die Mädchen, wo du da in dem Buch drinne bist? Mette? Merete, im Buch heißt sie Monika. Hm. Die hieß aber Merete.
Die Mutter war da Dänin. Okay. Und die ist mit dir in der Schule, in die gleiche Klasse? 4 Jahre. Ah ja. Und dann 4 Jahre mussten sie auf die Grundschule und dann konnten sie die Mädchen aufs Lyzeum und die Jungs Gymnasium oder Realschule. Mhm. Und Helmut ist auf die Realschule geschickt. Mhm. Der Bruder war so faul. Dein Bruder? Ja. Mhm. Naja, und die mussten ja alles selber bezahlen. Mhm. Und dann mussten sie in der Schule auch anders angezogen, wie auf der Dorfschule da, nicht? Hattet ihr denn Uniform an? Also Schuluniform? Nein. Nein. Und so Gottesdienst und so, das habt ihr aber auch alles mitgemacht, ja? Also immer sonntags in die Kirche und so? Kindergottesdienst mussten wir mal hin. Musstet ihr? Na klar, die Oma musste hin. Die hat Mittag gemacht und wir mussten dann ein Kind. Vorher war sie in der Kirche und die war dann zu Ende, anschließend beim Kindergottesdienst. Da wurde uns ein schönes Bild hingehängt mit Jesus drauf und dann wurde da Jesus über das Wasser läuft oder klappen die Kinder dann zu mir. Hast du denn mal schon mal wieder in diesem Buch gelesen? Nee. Oder? Nee? Ich habe es ja eigentlich, hatte ich mal vor, das mal von vorne bis hinten zu lesen, aber irgendwie. Die Druckschrift, die ist ja auch ja nicht so einfach. Ist das Südterlin? Die Buchstaben sind ja ganz anders wie heute hier die Druckerei. Das ist Südterlin-Schrift, glaube ich, noch. Kannst, ne? Kannst du dir ja reingucken, mal die Schrift gucken, ob du das. Das Buch hieß wie? Monika fährt nach Madagaskar. Die Mutter angeblich hatte die eine Lungenkrankheit, die musste in. Sanatorium und der Vater ist dann mit der Tochter eben auf dem Schiff dahin. Und da stehst du ja mit deinem Namen, mit deinem Mädchennamen drin. Ja. Und bist du die Einzige, die da drin steht? Nee, oder? Da stehen noch die 2 Jungs und der Lehrer, Herr Winkelmann, der war die 4 Jahre hat der uns unterrichtet. Den haben sie dann tot im Wald erschossen gefunden. Echt, ja? Und ich glaube, das waren ja nicht mal die Russen, das wird der gewesen sein, aus Grube, der sich da rumgetrieben hat, noch nach Kriegsende im Wald und noch beim Unheil da. Hat der Jagd gemacht, der ja? Der war so ein SS-Mann. Ach Gott, ja, okay. Naja, aber du kannst sowas. Wie? Du kannst sowas Grünes tragen. Na, ich kenne doch mein grünes Kleid. Ja, ich meine vom Motiv her, Oma. Pflanzen. Das ist ja schon blaugrün. Angelaufen schon. Geht's euch gut? Ja, mir immer. Sieht merkwürdig, ne? Ja, so ein bisschen Luftlicht in der Luft. Ja, das ist gut. Luftlicht in der Luft. Ein bisschen Luft liegt in der Luft, habe ich gesagt. Luftig? Nicht. Ein bisschen Luft in der Luft. Luft in der Luft? Die Hitze macht sich bemerkbar. Ja, kannst du mal sehen. Ja. Ja. Knallt im Kopf. Ja. Hat sich dann ein bisschen erholt da oben? Naja, ich habe jedenfalls geschlafen. Machen die kleinen Fische so. Ein Bläster. Die haben das gefressen, die Christen. Hat der große alle. Na, die werden bestimmt verhungern, Oma. So wie sie von dir gefüttert werden. Ich muss erst wieder schneiden. Ach, du teilst die nochmal, die Sticks. Weißt du noch, wir haben doch. Früher, kann ich mich erinnern, haben wir doch immer, wenn wir Ameisennester, dann haben wir doch immer die Eier aufgesammelt. Ja. Und die da reingeschmissen. Und die haben die auch genommen. Aber irgendwie kommen wir nicht mehr an die Eier ran. Nee. Die sind so tief, die Ameisen jetzt. Die sind so kleine. Mhm.
Wir haben ja früher immer getrocknete Ameiseneier in der Drogerie gekauft. Gab es die früher schon, ja? Guck an. Ja, wir hatten ja einen Goldfisch. Ach so, so aber eben im Glas, ne, glaube ich. Was? Im Glas. Hm. Wir hatten kein rundes, das waren Vierecke. Mhm. So, mehr größer war das nicht. 30 cm. Erstaunlich, dass die da so überleben können, die Fische drin. Ja, in Fisch dann. Ja, naja, na, war ja so. Hm? Ohne Sauerstoff und ohne irgendwas. Hm? Aber ich glaube, das ist so die Fischart, die das aushält. Das war ein richtiger roter Goldfisch. Hatte der einen Namen? Hm. Ne? Hätte ja sein können. Manche geben ihren Tieren ja Namen, also. Na ja. Und der Schäferhund, der Harras hieß der, glaube ich, ne? Harras? War da ein Schäferhund, so ein Misch. Der von Tantalise war der wohl, wa? Weiß ich nicht, ja? Den, die nicht wollten, dann haben sie den hierher gebracht. Ach Gott. Ja, das stimmt nicht. Und den hat dann der von Blumenberg, ist der, der hat den, und der hat sich so gefreut, vor der gekommen ist, und der hat ihn erschossen. Oh, wieso erschossen? Na dann, kann ihn doch nicht totschlagen. Ach so, war der gefährlich oder warum? Nö, wir konnten, was sollten wir denn damit? Wir wollten keinen Hund hier haben. Alice war lesbisch und dann hat sie den hier gemacht. Okay. Das ist natürlich auch eine Methode, wa? Du? Da ist ein Fisch. Danke. Danke. Naja, zumindest hat er einen schnellen, sauberen Tod gehabt. Ah ja. Die waren ja früher nicht so zimperlich gewesen. Da ist man ja nicht zum Tierarzt gerannt. Ich habe noch keine grüne Partei bei uns hier. Naja, in der DDR. Naja, gut, ja, aber da gab es auch keine grüne Bewegung und keinen Umweltschutz und so. Das ist eine andere Zeit gewesen. Mein Gott, wenn ich daran denke, an die Müllkippen hier in der... Ach nee. Ich mit Vater noch hier hinten in der Seestraße die Asche abgekippt. Ja. Das kann man doch sich ja gar vorstellen. Nein. Hm. Ja, das Bewusstsein, das war anders. Was hatte dann noch? Achso, dann hatte dann noch den Jagdhund, ne? Den Dama, glaube ich, hieß der. Das war ja vorhin. Ja. Damon. Und den hat aber Opa irgendwie. Hm? Den hat doch aber Opa gehabt, weil der brauchte den doch auch zur Yacht und so, ne? Dein Opa. Na, ja. Mein Mann. Entschuldige bitte, ja. Hm. Da hat man auch einen Schäferhund. Mhm. Vorher. Okay. Wie hieß der? Das ist auch nicht mehr. Den hat dann der Bauer da gekriegt im Nachbardorf. Mhm. Der war scharf. Der war scharf. Okay. Habt ihr denn in Rügen, habt ihr, wo ihr auf Rügen gefahren seid, hingezogen seid, seid ihr denn gleich nach Glove oder seid ihr erst noch woanders gewesen auf Rügen? Nee, in Glove. Gleich in Glove. Hm. Naja, da war das Funk an. Hm. In so einem kleinen Holzhäuschen. Ach Gott.
Und die Offiziere hatten dann so Holzhäuschen für sich. Ja. Sonst war ja in Globe, war ja ein Barackendorf. Mhm. Aber schön muss es gewesen sein dort oben. Berghof, sagt ihr das noch nicht? Ja, das ist für schwierige Jugendliche ja, gewesen. Ja, nach dem Krieg, die sie dann aufgesammelt okay. hatten da. Aber es muss doch eine schöne Ecke dort oben gewesen sein, mit dieser Landzunge dort. Das ist ein Schaber, der Streifen da zwischen Bodden und Ostsee. Ja. War der Waldstreifen da. Das ist in Richtung Julius Ruh, Brede. Julius Ruh, sagt mir, ist ein Zeltplatz dort. Hm? Ein schöner Strand war in Julius Ruh. Im Globe war er am Stein. Ja, ja. Habt ihr Bernsteine gefunden dort? Nee? Naja, und vor Rügen war er ja in Belitz gewesen, ne? Mhm. Da war er aber, glaube ich, nicht lange, ne? In Belitz. Naja. Naja. Doch, ja. In Apolda war ich nicht lange. Ach, da war er auch in Apolda, okay. Ach, das war ja von Vater, von Opa. Hm. Okay. Apolda, das ist der Thüringen? Ja. Ja. Hat dir da nicht so gefallen, nein? Apolda? Komm mal zurück, Männer. Hm. Wir wollten ja nach dem Westen erst. Wer? Na, mein Schwiegervater und wir auch. Echt, ja? Wolltet ihr? Die Ambition war da, ja? Apolda war eine Strickwarenstadt, ist das nicht? Hm. Und Bekannte von meinem Schwiegervater, die hatten auch so einen Webstuhl. Ja. Haben sie schon alles verladen, Ziel gesucht, wo sie hin wollten. Und dann haben sie so unterwegs geschnappt, war es aus. Echt, ja? Klar, dann denkst du denn, wann war denn das? Das war? Wann war denn das? Anfang 50? Nein. Später, ja? 47, 48. Ach, so früh, ja? Na, 48 okay. Habe ich geheiratet, nicht Beate? Nee, ja. 47, Oma. Ich so. Habe 47. Ja. Naja, dann war das Ende 47. Ihr hat eine wunderschöne Jacke, da aus dem Persianerpelz von meiner toten Schwiegermutter. Mhm. Wunderschön. Kennst du Persianer? Das sind die Locken, das Fell. Stimmt. Wie so ein Pudelpelz. Der hat auch Locken. Es gibt doch andere Pudel. Ja. Ja. Was ihr Geheimnis eines langen Lebens ist, vielleicht nicht rauchen und einen guten Tropfen wohl dosiert und eine ständige Bewegung von Körper und Geist? Sie hat es mir nicht verraten. Sie lachte, als ich die guten Gene der Familie erwähnte. Sicher auch das gehört zu einem langen Leben. Mein Fazit? Es ist nicht so sehr wichtig, dass man alt ist, sondern vielmehr, wie man alt geworden ist. Es darf ruhig jeden Tag gelacht werden. Mit dieser Erkenntnis besteige ich mein Bienchen und fahre mit einer guten Laune und dem Gewissen, dass man das Leben nicht so ernst nehmen sollte, zurück nach Berlin.